was so auf anderen Darts-Kanälen läuft, beziehungsweise mal wieder auf einem bestimmten Kanal. Nein, ich ärgere mich nicht über den Zulauf und die herbeigebetenen Kommentare. Weil beides, Content und Feedback, sind doch nur flach und inhaltsleer. Im Gegenteil, es bestätigt nur meine Meinung, Dummheit und Oberflächlichkeit in Verbund mit nachgeplapperten Fehleinschätzungen und Falschberatungen eignen sich am besten dazu, möglichst viele Leute anzulocken, um sie dann schön über den Tisch ziehen zu können. Hier mal wieder so ein Beispiel, ein Startsportarmband. Man wird gleich sehen, dass das eigentlich überhaupt gar keinen Sinn macht und gar keinen Zweck erfüllt, weil das nur locker am Handgelenk sitzt und überhaupt keinen Zweck erfüllen kann. Kostet dann 14,90, weiß der Teufel, und das wird jetzt hier als Giveaway mitgegeben. Ja klar, selber gebrauchen kann das nicht, ist ja eigentlich auch nur ein Mittel, um den Laden, von dem er da gesponsert wird, zu bewerben. Naja, hier gab es mal so einen Kommentar von einem Käufer, der sagt, ich bin absolut begeistert von diesem Armband. Es hat mein Leben verändert. Ansonsten, ich bin eigentlich ein miserabler Spieler. Die ganze Familie trägt Augenklappe und getroffen habe ich bisher gar nichts. Und dann schreibt er weiter, dann habe ich mir dieses sensationelle Armband gekauft und ich konnte es nicht glauben. Eine 180 nach der anderen, ein Average von 150 und 9 Data ohne Ende. Seitdem habe ich jedes Spiel gewonnen und ich überlege schon, was ich mit dem Preisgeld von der Weltmeisterschaft kaufen werde. Wahrscheinlich wird man mir bald Geld bieten, dass ich nicht antrete, damit ich auch mal jemand anders gewinnen lassen kann. Natürlich nicht. Es ist ein absoluter Bullshit und jegliche eventuelle Wirkung beruht allein auf dem Placebo-Effekt. Jetzt kommt das Schönste, sich eine Unterhose auf den Kopf zu setzen, das hilft auf die gleiche Art und Weise. Ja, hoffentlich ist sie dann wenigstens gewaschen. Ja, das sind dann so diese Giveaways da, ja, dieses Band und dann, ja, diese tollen Darts, ja, soll ja auch nur angeleckert werden, die Scheißdinger zu kaufen. Iceman, Champions, Darts für 75 Euro, mal 99 Euro in Gold und hast du nicht gesehen. Also ein Dreck ohne Ende. Aber da werden dann eben Content gemacht, der unnötig ist. Und es werden Leute angelockt und die werden dazu ermutigt, Kommentare abzugeben, damit noch mehr Zulauf ist. Ja, ich habe das jetzt hier auch mal so ein Armband. Das habe ich mal dazu bekommen, als ich einen Rennradreifen gekauft habe. Damit waren die Rennradreifen, die Faltreifen zusammengebunden. Ich glaube, einen anderen Zweck erfüllen diese Dinger nicht. Aber ich glaube, das ist auch so eine Art Gummiarmband. Ohne jeden Zweck, ohne jeden Sinn, das hält nicht am Handgelenk, übt keinen Druck aus. Ich weiß nicht, was es soll. Absoluter Schwachsinn. So viel zu anderen Kanälen. Tschüss.